Ahoi, ihr sojamilchschlürfenden Möchtegern-Piraten, die noch nie ein richtiges Piratenschiff gesehen haben. Ja, heute geht es wieder weiter mit der Serie Skull Tales Full Sail, die Adventure-Phase. Ich, der Schiffskoch, zusammen mit dem Schützen und dem Arzt sind immer noch mitten im Dschungel auf der Suche nach dem verschollenen Tagebuch von Captain Jones. Aber wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, sind wir schon sehr nahe dran. Der Leutnant Martin Daniels konnte sich gerade noch so zurückziehen und wir befinden uns noch mitten im Kampf mit seinen Rotmänteln. Einer ist noch übergeblieben, den wir jetzt in dieser Folge mal wieder in den Boden drücken werden und dann versuchen wir an das Tagebuch heranzukommen. Ja, für all unsere Statistiker, die nicht mitgezählt haben, der Schütze hat inzwischen 6 der Rotmäntel beseitigt, der Arzt 2 davon und ich, meine Wenigkeit, habe ein wenig aufgeholt und komme jetzt auf 4. Ja, dann schauen wir einmal, was jetzt in dieser Folge passiert, in der wir uns die Runde 15 bis 18 anschauen werden. Viel Spaß dabei und bis später. Auch beim Aktionsplan müssen wir irgendwas gerade drin, ne? Dann kommt nächste Runde, wir ziehen eine Karte. Ist ein C-Teil. C-Teil passiert nichts. Also kümmern wir uns um den letzten Typen da. Und zwar machen wir das so, dass er hier anfängt. Der Schwertkämpfer. Der Koch macht so ein nettiger Quiz. Geht, weil er nicht direkt zu einem Gegner steht, kann er einmal eine Runde aussetzen. Kriegt wieder. Und er macht dann nach dem. Gut, dann fängt er an mit einem Schwert. 3. Hat 2 Treffer, einen kritischen. Nochmal. 2 Treffer. Und kein Treffer. Dann ist der auch tot. Dann noch einen. Und dem einen macht er nochmal Loot. Das war hier. Der ist
hier macht Reload. Reload. 6. Mehr kann er nicht machen. Er hat ausgesetzt, kriegt außerdem 3 Flaschen wieder. Und die geht rein weiter. Dann kommen die Gegner dran, Gegner sind nicht in Reichweite, passiert also nichts. Dann kommen wir zur nächsten Runde. So, nächste Runde. Aufräumen brauchen wir nichts, gerade brauchen wir auch nichts. Dann kann er jetzt entscheiden, er heilt den Koch einmal und lootet einmal und bewegt sich 2. Er steht nachher ganz vorne, also bewegt er sich, also heilt er es einmal. Er hat 7 Punkte. Heilt den Koch einmal, dann hat er noch 4. Er verdient einen Schadenspunkt. Er ist voll gesund. Dann lädt er seine Pistole, dann hat er noch eine. Damit bewegt er einen extra Punkt. Ist er durch, dann kommt der Koch. Er heilt sich einmal selber. Ja, die machen wir 3-mal gut. Und da kommt 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 Münzen. 6 Münzen. 6. Er bewegt sich einen und macht nochmal Search. 4. Aber kein Erfolg, also geht ihm das Ding wieder einmal. Und dann ist er durch. Dann kommt er hier noch. Er bewegt sich 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann noch 2. Macht auch nochmal Search. Auf Risiko. Gut, dann ist die Runde der Charaktere vorbei. Die Gegner sind dran, ist keiner da. Ich kann doch mal weggehen hier. Dann kommt. Nächste Runde. Nächste Runde. Aufräumen brauchen wir nicht. Ziehen wir wieder eine Ereigniskarte. Ist wieder ein C. Passiert nichts. Dann fängt er an, macht Explore. Das hier ist I3-Teil. Das I3-Teil ist das hier. Das legen wir jetzt mal an. Aber so an. Und er geht jetzt. Die 3 Felder vom Ausgangseingangsbereich eingesetzt. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dann setzen wir da rein. Er hat 2 Schaden. Also er hat Explore gemacht, dann geht er rein weiter. Und dann Reichweite 1, 2. Schießen wir mit der Musket auf. Wir können einen Wurf wiederholen. Ich mach einfach mal. 2 Treffer haben wir schon. 2 Treffer.
2 Schaden. Das macht dann 4 Schaden. Er hat 2 Schaden schon gehabt. Er hat 5 Lebenspunkte. Dann ist er tot. Und wir lesen weiter. Bei Nummer 42. Der Leutnant schreit vor Qual. Ah, und fällt dir zu Füßen. Auch im Tod hat seine linke Hand das Tagebuch des Captains fest im Griff. Ja, der Charakter, der den Token gefallener Feind des Leutnants ausplündert, erhält Wolf Jones Tagebuch. Also gut, hier liegt jetzt das Token. Das ausplündert. Erhält Ziel 2, das Tagebuch. So, er hat jetzt Explorer gemacht. Er hat einmal geschossen. Schießen. 2, da noch 3. Er bewegt sich. 1, 2. Mit Bewegung. Ja, wir haben es noch vorgekriegt. Ich habe noch mal 2 Erfahrungspunkte. 6. Und ist wieder derjenige mit der Idee. Zur nächsten Runde. So. Nächste Runde. Gerade brauchen wir nichts, indem wir eine Marine haben. Also kommt erstmal die Ereignisphase. So, folgende Karte habe ich gezogen. Also der mit den wenigsten Erfahrungspunkten kann gucken, wo jetzt ein Felsen runterkommt und ein Ausgang versperrt wird. Wollen wir dann gleich mal machen? So, einer kann jetzt einen Exit-Token hinlegen. Ich denke mal, wir wollen nach vorne, dann fällt das Ganze, der Stein fällt von hinten runter, also wir können nicht wieder zurück. Wir können nur nach vorne. Damit ist das auch erledigt. Und willkommen zur nächsten Charakterrunde. Damit wir alle in der Fit sind. Der Arzt noch einmal den Koch heilen. Das kostet ihn 3, dann hat er noch 4 Punkte und er bewegt sich dann mal 1, 2, 3, 4. Er macht einmal Ruin Lord und bewegt sich 3, 1, 2, 3 und der Koch bewegt sich entsprechend 1, 2, 3, 4. Dann hat der Koch noch 3 und wir machen noch ein Risiko, machen noch einmal eine Search 5 und 6. Wir haben eine 6 dabei, ein Erfolg, also er findet noch mal was. Er kann noch mal mit diesem Samen, wenn er sie benutzt, 3 weitere Aktionenpunkte in seiner Runde bekommen. Gut, alles sind durch, alles ist erledigt. Dann kommen wir zum Finalen. Zur finalen Runde mit dem letzten
Kartenteil. Ja, das waren wieder interessante Runden. Und endlich halten wir das Tagebuch von Captain Jones in Händen. Der Leutnant hatte keine Chancen gegenüber unserem Schützen, der aus weiter Ferne den finalen Schuss angesetzt hat. Jetzt heißt es, von dieser blöden Insel runterzukommen und wieder Kurs zu nehmen auf Tortuga. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß in diesem Abenteuer. Wir sehen uns demnächst wieder mit ganz vielen Möwen und anderen Abenteuern in der Welt von Skull Tales. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen wünscht euch euer Mr. Fless. Bye bye. Ja, und in den letzten 4 Jahren habe ich natürlich auch nochmal was Schönes zum Organisieren herausgebracht. Und zwar einen Foamcore-Organizer für dieses Brettspiel und der Mega-Erweiterung und allen anderen kleinen Erweiterungen. Ja, den Bauplan dazu findet ihr natürlich in meinem Etsy-Shop unter www.mrflessdesign.de. Dort gibt's den Bauplan zu Skull Tales Full Sail in Englisch und in Spanisch. In Deutsch vielleicht auch demnächst, wenn wir eine deutsche Fassung erwarten werden können. Und natürlich viele andere Baupläne zu anderen bekannten Brettspielen könnt ihr auch dort in meinem Shop finden.